Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut. Ich habe für euch heute einen Filmtipp für alle Leute, die gerne ins Kino gehen oder für die Leute, die wissen nicht, was sie machen zwischen Weihnachten und Neujahr. Also bald kommt ein sehr, sehr schöner deutscher Film ins Kino. Eine Komödie von Florian David Fitz. Dieser Film, das ist auch sein erster Film als Regisseur. Viele kennen ihn immer als ein lustiger Schauspieler, aber diesmal, er hat was Neues für die Welt, er hat was Neues für Deutschland, und zwar sein erster Film als Regisseur. Vor ihm das hat das auch Til Schweiger gemacht, er war auch sehr erfolgreich dabei. Und dann war auch Matthias Schweighöfer, er hat auch schon mal als Regisseur gearbeitet. Also, worum es geht in diesem Film? Dieser Film heißt Jesus liebt mich. Es dreht sich um einen Palästinenser, der versucht, die Menschen zu vorbereiten für den Weltuntergang. Bald ist die Weltuntergang, es ist am Dienstag, und seine Aufgabe, die Menschen zu vorbereiten. Dabei lernt er die Marie. Die Marie wird gespielt von Jessica Schwarz. Die Marie findet endlich den richtigen Mann, weil er ist der erste Mann, der sie endlich versteht, und sie wird in ihn verliebt. Dann kommt so richtige lustige Situationen. Ich freue mich auf den Film. Erst vor kurzem war die Filmpremiere, das war richtig toll. Ich freue mich auf den Film. Meiner Meinung nach, ich finde, dass die deutsche Kino und deutsche Produktion hat sich letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel verbessert. Es ist wirklich, es gab letzter Zeit sehr viele schöne deutsche Filme. Also, ich freue mich. Ich hoffe, das ist auch bei euch genauso. Und wenn ihr Lust habt, sagt mir eure Meinung über die deutsche Kino, über die Entwicklung von deutsche Kino in letzter Zeit. Findet ihr positiv oder negativ? Oder ihr seid einfach mal Hollywood-Fans? Oder ihr seid einfach mal Bollywood-Fans und deutsche Kino interessiert euch nicht? Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Film schauen. Für die Singles, ich sag euch, das ist eine gute Möglichkeit, ins Kino zu gehen, weil sicherlich gibt es dann im Kino, da kommen sicherlich sehr viele Junge oder Alte oder weiß ich nicht was. Immerhin, es gibt viele bestimmt Frauen, die auch den Film schauen wollen, die auch auf der Suche nach dem richtigen Mann. Also, Single-Männer, das ist eure Chance, ins Kino zu gehen und eine Frau kennenzulernen. Also, ich sag euch mal tschüss, bis zum nächsten Mal, und sagt mir eure Meinung und blaut Maro Welt, ciao, treu. Tschüss. Ciao.